Ja, hallo und willkommen zurück zu Stellaris. Ich habe nach wie vor keine Ahnung, was man hier anders machen kann. Vielleicht ist auch das Problem, dass wir den gar nicht bekommen können, dass die deshalb nicht unconditional uns alles gegeben haben. Jetzt kann ich quasi nur diese beiden Planeten annehmen. We are forced to surrender, but don't think we forget how to bla bla bla. Ja, toll. Jetzt gehört der Rest wieder denen und ich habe quasi das hier und das hier bekommen. Das ist doch witzlos. Jetzt muss ich den ganz anderen Scheiß nochmal platt machen. Und die ganzen Truppen, die sind irgendwo in der Pampa verstreut. Das gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. So, hier setze ich jetzt einen ein. Okay, die werden wiederkommen. Die machen hier minimal Happiness mehr. Propaganda und das hier. Außerdem können die Power Hub haben sie. Haben sie auch so ein Mining-Ding? Ich glaube nicht. Ja. Haben die irgendwo was, wo gar nichts drauf ist, wo nur das nur durch das Gebäude kommt. Da machen sie einfach hier. Replace. Müssen wir einiges replacen. Das ist Food. Brauche ich das dahin? Da haben wir noch eins mit Food. Replace. Warum hat das hier noch? Ne, Moment, da können wir einfach das hier nehmen, Mining.
Okay, das wäre der eine Planet. Kluxarek. Mika-Sektor, der kann... Den nehmen wir hierfür. So. Wieso kann man da gar nichts machen? Da kann ich gar keine Gebäude bauen. Außer da, wo es schon Gebäude sind, aber das macht ja keinen Sinn. Da müssen wir auf jeden Fall ein neues Schiff bauen. Okay. Das verstehe ich nicht. We cannot move pops belonging to a pre-sentient race. Na, die anderen, die müssten irgendwann wieder zurückkommen. Thank you.
So oder so hat sich das gar nicht gerechnet. Außer, dass ich natürlich die zurückgeworfen habe. Jetzt muss ich erstmal warten. Ah, die sind auch da. Alle jetzt hier reingekommen. Dann machen wir das anders. Das kann ich noch nicht steuern. Okay. Dann bleiben die erstmal da, wo sie sind. Naja, es wird nicht funktionieren. Nee, wir müssen uns komplett hier sammeln. Wenn das sowieso noch dauert, dann könnte man auch hingehen und in der Zwischenzeit nochmal einen Planeten besiedeln. Wie beispielsweise diese beiden da. Da haben wir jetzt zwei Platz. For Shrew Builds Colony Ship. Crawd Builds Colony Ship. Der soll auch hier hin.
Sag mal, da diese Mini-Dinger. Komplett bescheuert. Wobei, der kann erstmal hier noch. Da. Na. Wir können auf jeden Fall hier mal eine Militärstation noch hinbauen. Ach, da haben sie eine Militärstation. Ne, das ist so ein... das ist deren Dingens da. Raumhafen. Wir könnten mal einen Construction Ship da hinschicken und vielleicht haben wir da irgendeine Option. Das geht nicht. Nee. Dann vielleicht mit dem Science Ship. Ne. Pre-sentient. Stellaris, gucken wir mal. Observation Mission. Species and Uplifting. As opposed to primitives, plants of pre-sentient species can be colonized and offer several different event chains. They can also be uplifted in addition to the gift of science. The uplifted species can be bestowed with new genetic traits as well to better suit the purpose of their benefactors. Have in mind of them. Uplifted species can be modified genetically to serve as... Ja, aber wie? Yeah, the species tab on the button of the context screen. Uplift. Aha. Dann würde ich sagen, nehmen wir da die komplette gegenseitige wir sind Kontinente und gegenseitig wäre Arid oder Tundra. Dann machen wir da Tundra draus, würde ich sagen. Trade Points left. Happiness. Das sind die drei Science-Dinger. Energy Credits geht nicht. Hm.
Ja, dann nehmen wir das mit der Happiness einfach. Number of selected Pops? Nein. Situation log updated. Aha. Research. Die sind jetzt alle hier angekommen. Die werden jetzt repariert. Und dann gucken wir nochmal nach den Armeen. Die könnten wir erstmal zu einer zusammenbauen. Und den. So, und die können wir einmal upgraden für 5000. Das wird wahrscheinlich ein Weilchen dauern. Man bräuchte mehr Anführer. A number of individuals belonging to the pre-sentient native population of Kluxaret somehow got into the secure compound of the outskirts of our colony. They were chased all off within hours, but not before severely damaging several interstellar uplinks dedicated to currency transfers. We fear several hundred credits may have been lost in the ether. Okay, das ist ja... Okay, macht nix. Uplift? Muss da jemand sein, oder was? Nee. Finished in 1 month. Special project complete. Success! The Azira native Kluxaret have been uplifted to become citizens of the Avarian Union. Now stand as a living testament of the scientific and technology might of the Avarian Union. Uh-huh. So, jetzt können wir da auch andere Gebäude bauen. Bauen wir erstmal den hier. Wir hatten auch wieder Geld. Um da einen neuen zu kaufen. Hm.
Moment, das... Give us this. The integration of the Zeron, who we uplifted, going more smoothly than expected, but not as smoothly as we had hoped. Despite our efforts to soft-shape their psychology, the Zeron still occasionally struggle with the way we do things in the Varian Union. Modify added for... Ah, ist egal. Mhm. The science ship? Ah, okay. Kann er nicht diesen Murks da untersuchen? Ach, der hat keinen... Der ist wahrscheinlich jetzt zum Leader gewählt worden. Is available. Sollen wir gerade gucken, ob wir hier mehr Forschung haben? 28, 20, 13 oder in Crowd. Hier ist mehr. Assist Research. Ja, und da werde ich mal ein paar von auflösen, die erfüllen keinen Nutzen mehr. Den einen lasse ich. Ne, wir haben da unten noch einen. Und die Flotten, da sind wieder ein paar angekommen. Zusammen. Okay. Enter Orbit. A statistically significant group of Zeron citizens appear unsatisfied with our teachings on the nature of the cosmos. An unknown individual or group among them is circulating some spurious codex that attaches undue importance to the Zeron and their uplifting by the Varian Union. Spiritualistic. Set them straight by any means necessary. Yeah. Yeah. Construction complete. Debris analyzed. Okay. Der hat noch was. Aber wir haben jetzt auch zwei neue Kolonieschiffe. Colonize. Colonize. Ich glaube, die sind immer noch das Schiff am Bauen, oder? Ja, und dann kommt das Upgraden und das dauert erstmal Ewigkeiten. Vielleicht sollte ich das auch canceln. Könnte ich denen denn jetzt wieder den Krieg erklären? Truce of until 1313, also 8 Jahre noch. Okay, in der Zeit kann ich die auch aufrüsten.
Some issues have arisen, bla bla bla. A representative has made a formal request to clearly delineated demilitarized zones, okay? Pazifistisch, militaristisch. Okay, nicht schlecht. Jetzt kommt das Upgraden erst. Rand, flip it. Immerhin habe ich da überall schon Truppen drin. Das heißt, wenn ich denen den Krieg erkläre, dann werden sofort den ganzen, deren ganzen Stationen zerböllert. Research complete. Debris analyzed. Aha. Powerplants. Ach, das habe ich bekommen durch die Research, die ich jetzt fertig gemacht habe. Okay, dann erforschen wir das System noch. Das heißt aber, dass ich das jetzt wieder alles ersetzen muss. Small sind 30. Minus 2. Aber da hätten wir so eins hin. Die sind jetzt nicht wahnsinnig viel besser, oder? Ja. Wie this design already exists. Ja.
zu wenig Geld. Wenn die Deals dann zu Ende gehen, habe ich möglicherweise ein Problem. Construction complete. Nicht, okay. Sehr gut. Jetzt können die hier noch die Arena bauen. Building has been ruled by the Fex Kagan Repetri. Okay. Construction complete. Ja, die sind nicht happy, aber. Mal gerade nicht viel machen. Ich könnte hier diese globale Policy holen. Das sind die Idioten wieder. Construction complete. Okay. Aber ich bin ja die neuen Energy-Dings am Erforschen. Powerplant. Und da dürfte ich wieder ordentlich Asche durchbekommen. Oder ich müsste jetzt wen anders angreifen, damit meine Truppen genutzt werden. Inferior. Ah, die sind in der Allianz drin. Und die haben eine Fleet Power, die ist superior. Die ist equivalent. Die mögen mich eh nicht. Ja, wie wär's, wenn wir die töten?
Aber ich bräuchte eigentlich Geld, damit ich das überhaupt, damit ich mal überhaupt meine Truppen losschicken kann. Na, sobald ich meine Kolonien gebaut habe, sieht es wahrscheinlich etwas besser aus. Die müssen ja sowieso jetzt erstmal aufgewertet werden. 7%. Research complete. Mhm. Planet Sensor Range. Das Ding ist, denke ich, schon extrem gut. Plus Armor Penetration. Der macht Shield Damage. Das sind 4000. Ja, nehmen wir das mal. Was für eine Dings haben wir hier jetzt? Research Mandate. Na super. Aber davon habe ich sowieso genug, deshalb bauen wir einfach Mining Stations. Construction complete. Colonization Costs sind 16. Es bessert sich, glaube ich, so langsam. Militarist Regime, Alien Overlords. Construction complete. Fex klar, Fex klar, Fex klar. Ja. Vierundzwanzig von 54. System Survey complete. Okay, dann fliegen wir dahin. Ach, das kann man nicht surveyen. Das ist ja auch doof. Ach nee, das liegt daran, dass ich zwei anvisiert hatte. Ja, ja, mach du mal weiter. Owned by another empire. Okay. Mm-hmm.
Upgrades. Da können wir jetzt ja ordentlich Mineralien verbrennen. Wir haben da noch einen. Ruins, aha. Trade Income 84. Wenn ich die nicht hätte, wäre ich im Arsch. Das ändert sich aber jetzt wieder. Construction complete. Colony established. Colony established. Schön. Da nehmen wir jetzt einfach einen. Den zum Beispiel. Mit dem wir die Blocker loswerden. Auch wenn das natürlich auch wieder böse kostet. Hier sind keine drauf. Bevor wir das mit den Blockern machen. Doch, machen wir den zuerst. Und dann bauen wir da dieses Gebäude drauf. Construction complete. Hier war es jetzt nicht wahnsinnig viel. Construction complete. Equivalent. Bauen wir hier Battleships für das, was übrig ist.
Auch wenn das natürlich wieder weiter teurer ist, aber... Die haben sowieso zu viel Nahrung hier. Power Hub. Da ist Research drauf. Den könnte man auch nochmal ausbauen. Ja, machen wir erstmal so. Die haben auch viel zu viel Nahrung. Aber da ist auch nicht viel, was man machen kann. Die drei Gebäude... Naja. 1, 2, 3, 4. Aber die braucht man auch. Ich kann davon keins abreißen. Die haben das entfernt, die können jetzt den hier bauen und dann den anderen Schrott clearen. Construction complete. Outraged. Frippet. Forschungen sind bald wieder weiter. Müssten wir eigentlich die Schiffe schon wieder ausbauen, aber dann würden sie nie fertig werden. Das hier ist natürlich auch gut teuer, was es an Geld kostet. Die beiden hier will ich auf jeden Fall komplett auf Geld bauen. Building Cost minus 5%. Research complete. Impulse Thruster. Advanced Railguns, naja. Radar Missiles, die kommen aber auch nicht durch.
Aha. Explosive Weapon Damage plus 10%. Das klingt gut. Können wir zumindest gerade ein bisschen Reserve aufbauen. Und da mache ich auch hier erstmal wieder einen Schnitt. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt nochmal ein Teil dauern, wo ich einfach nur die Zeit quasi abwarte, bis ich die wieder angreifen kann und meine Truppen ausgebaut, aufgebessert sind. Die haben wahrscheinlich jetzt auch schon wieder eine Truppe gebaut. Ne, pathetic. Gut, ich habe immerhin deren Hauptplanet geklaut. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.